Schluss handeln ließ. So. Jetzt kann ich reden, das hat einen nämlich ausgeredet. Wenn jetzt so ein Typ kommen würde, ne? Ist auch wieder Gerechtigkeit und so, ne? Wenn jetzt ein Typ kommen würde, ja, Leute, ich präsentiere jetzt schön meinen Lümmel einfach so, weil ich Bock habe, weil heute schönes Wetter ist. Sofort wären da so viele Frauen da, so, und Männer halt auch, ne? So, ah, nein, nein, nein! Muss zensiert werden, oder keine Ahnung, was die dann wollen. Aber wenn jetzt eine Frau kommen will, okay, sie sollte halt nicht so hässlich sein, damit der Plan, den ich gerade hier versuche zu erklären, funktioniert. Plan, damit die Sache, die ich gerade erklären will, funktioniert. Ja, da würde kein Mann sich beschweren. Außer die, die halt sich denken, ja, ich bin unterwürfig, ich bin krass unterwürfig beim, keine Ahnung. Leben, ey. Gibt's ja nicht so Lebenspflänzchen. Ah, da hinten ist da was. Voll übersehen. Anders geht's natürlich nicht weiter. Ne, also Exhibitionismus bei Männern ist ja, was halt auch komisch ist, sieht man öfter. Weil die einfach Bock haben, da mal einfach... Ich sag mal, frische Luft, spüren. Okay, soll ich das, ja, ich sag mal, frische Luft zu spüren. Weil mir fällt gerade kein anderer irgendwie Begriff ein, wie ich das jetzt irgendwie umschreiben könnte. Scheiße. Was? Boah, ich lag da gerade eben. Direkt danach kam das nächste und hat mich kaputt gemacht. Ich glaube, das ist so ein Todesding halt, weil du hier getroffen wirst. Da das hier sogar noch schneller scheint zu sein. Das hier scheint schneller zu sein als das andere vorhin. Das ist so richtig so ein Todesding. Ah ne, okay. Ist auch direkt gekillt. Weil wir vielleicht zu wenig Leben haben. Ja, ich will fortfahren. Auch wenn ich scheiße bin und gestorben bin. Oh nee! Ich könnte doch nicht bringen, dieses scheiß Level nochmal. Was heißt scheiß Level? Nur Narren glauben, dass... Halt die Fresse, Dreckskater. Shit. Das hat mich jetzt voll runtergezogen, dass wir da verloren haben. Zumal ich glaube, dass ich es beim ersten Mal in der blöderweise gelöschten Aufnahme direkt geschafft habe. Eine pflichtbewusste ehrbare Tochter würde ihrer Familie ein Denkmal in Marmor setzen. Ich kenne da einen begnadeten Bildhauer, mit dem sich etwas aushandeln ließ. Genau, jede Tochter würde ein Marmordenkmal setzen. Jede. Ich kenne keine anderen Töchter, die das nicht machen würden. Weg mit dem. Der nix verloren. Gar nichts. Scheiß Wespe. Scheiß Fliegewespe. Ich hasse in diesem Spiel irgendwie. Ich habe da richtig so... Ich kann die aber nicht leiden. Alle Fernkämpfer in diesem Spiel. Von mir aus alle... Ah, alle weg. Ich komme damit gar keinem klar. Die nerven mich irgendwie alle. Und die Larven. Na guck mal, die Titten da an. Ja, ich guck dir eher aufs eine. Auch die Mädels, muss ich jetzt echt mal sagen. Auch Mädels starren auf Titten. So, aber wir haben was viel Wichtigeres im Sinne. Scheiß auf Brüste. Obwohl ich die ganze Zeit davon rede, was habe ich nur davon? Wir müssen jetzt durch den da hinten killen und danach diesen geilen Parcours ziehen. Ja, lern erstmal schießen, ey. Kackviech.
gerade eben mit dem Gedanken gespielt, ja, wir versuchen mal irgendwie das zu machen mit hin und her laufen. Vielleicht geht es ja besser. Dann habe ich gemerkt, dass ich hätte die ganze Zeit nur auf die Seite laufen können. Ja, wieder so einer kommt weg. Und wir heilen uns erstmal schön auf. Ach ja. Ich finde es ja, ich denke mal, wir finden es alle ein wenig komisch, dass sich Alice in so eine Blume reinhockt. Die sich dann komisch bewegt. Ungefähr. Sie dann ab und zu mal so macht. Und dann ist sie auf einmal wieder voll geheilt. Also ich finde das auch ziemlich suspekt. Meine Theorie ist ja, dass sie kurz masturbieren geht und die Blume einfach so einen geilen Geruch aussondert, bei dem es einfach wunderbar funzt. Aber ich weiß es nicht, also es könnte sogar stimmen. Fahr mich! Was gibt's hier? Ja, müsst ihr immer nur einmal schlagen und danach zack. Den Wespen geben, was sie wollen. Auf den Arsch. Diese Larven, ich hasse sie. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt so einen Unterschied merkt zwischen dem Schaden im Albtraummodus und vorher. Ich hab's gespürt, aber irgendwie jetzt spüre ich es gerade weniger, weil womöglich bin ich jetzt schon auf Albtraummodus eingestellt. Das soll nicht arrogant klingen. Aber ich fand selbst, dass Alice im Albtraummodus nur eine Herausforderung ist. Und ich überlege sogar, ja, manchmal überlege ich mir sogar, ob ich nicht wirklich hätte alles im Albtraummodus spielen sollen. Oh, die Steine. Diese Steine. Diese Steine. Kennt ihr noch gar nicht. Glaube ich. Die verficktesten Steine ever. Und das Steckenpferd ist so mega laut. Das ist lustig, ne? Ich spiele im Albtraummodus und der gibt mir halt Tipps. Ja, drücke die Lücke, Umschalttaste. Boah, wechsel endlich die scheiß Waffe. Mann. Gib mir Tipps, wie ich vor den kleinen Wespen wegkomme. Ist natürlich sehr nett. Aber auch ein wenig erniedrigend. Weg mit der Scheiße, ey. Scheiße! Ja, gehen wir auch runter. Ja, zwei solche Hits und du bist weg. Ist ja gar nichts. Das weiß ich nicht. Na, ich geh mal erstmal hier oben lang. Was? Hier die Mayong-Karten. Okay, da geht's weiter. Ja, dann gucken wir aber nochmal schnell hier lang, ne? Könnte ja was... Nice. Wunderbar! Da freue ich mich. Keine Zeit zu verlieren! Töte oder werde getötet. Ja, ich hab Tricks hier. Mal weg.
Geräusche machen. Ah, kleiner Leck gehabt. So. Das ist wichtig, ihr müsst immer irgendwie alle im Auge behalten. Immer so, auch während dem Kämpfen, immer die Steuerung zu bewegen. Damit ihr auch wirklich seht, wenn der eine so noch angesprungen kommt. Weil oft dann... Also manchmal macht das ja, dass er dann schön langsam wird, kurz. Komm, Alice, so als Hilfe, dass ihr wisst, ja, jetzt müsst ihr diesen komischen Knopf hier drücken, links unten, sonst haut es aufs Maul. Aber manchmal ist es nicht da und dann ist es besser, dass ihr dann präventiv vorausweicht und der einfach direkt daneben springt. Das ist viel, viel praktischer. Stimmt ihr mir, denke ich mal, alle zu. Also, kein Leben zu verlieren ist besser als Leben zu verlieren. Ja. Achso, okay. The fuck? Wo lang? Hier. Ah, neues Stage. Woo! Eins weiter. Ah, eine Rutsche. Ich dachte gerade eben schon, das leckt, weil ich konnte das machen. Aber stimmte nicht. Es war immer nur... die Kamera war fest. Ja. Na komm, alles easy. Zack, zack. Das hat nicht wehgetan. Kein Stück. Oh, ich wäre da gerne da oben hingelandet auch. Kann ihr ja bei den Dingern krass abkürzen. Wenn einige das gemerkt haben oder nicht. Kannst du einfach runterspringen und einmal durchfliegen. Mach sowas ja teilweise auch. Eben haben wir es ja gesehen, aber blöderweise drei Zähne verpasst. Gar nicht geil. Wenn der so kreisrunde Dinge hat, wo er auch so denkt, ja komm ey. Anstatt durchzurutschen, da komm, fliege ich jetzt aber mal. What the fuck? Okay, das war jetzt weit. Okay, interessant. Ja. Manchmal, da will er in die Kamera sich doch richtig geil abfacken, ne? Oh, oh. Die Vespa, gar keine Chance gehabt, ne? Wäre richtig gegeben. Einmal zack. Pam. Scheiße. Ist der Nachteil am Steckenpferd? Oh, da bin ich ja schlecht reagiert. Ich hätte mich so teleportieren sollen. Weil dann hätte ich direkt weiter angreifen können. Guck mal, ich zeige euch mal kurz. Ihr könnt so machen. So. Dann teleportieren und direkt schlagen. Im Kampf geht es natürlich schneller. Im Kampf geht es irgendwie schneller. Oh. Ja, damit treffe ich womöglich nicht. Aber damit tue ich mir einen riesen Gefallen. Fuck, wo ist denn die Kugel gelandet? Nicht so gefunzt, ne? Na komm. Ja. Oh, ich wollte vor den springen, dann bin ich runtergefallen. Oh nee, nicht nochmal. Oh nee. Och, was?
Ah, ich hab den schon gekillt, gut. Lass mich. Achso, ja, ich bin nur nach hinten gespult worden, sag ich jetzt mal. Ja, dann kommt her. Aua. Ich feier das Ding ja richtig, dass sie so richtig darauf abzufahren, einfach da dumm rumzustehen und zu warten, bis mein Häschen hier angreift. Aber mein Häschen ist halt freundlich. Ah, da kann ich nicht draufspringen.